Die Stufen sind noch richtig schön warm von der Sonne. Ja, gemütlich hier. Wann kommt denn Lisa? Sie wollte nur noch schnell was essen. Lena, schau mal da oben. Da hängt was. Ein Zettel. Lass uns schnell auf den Balkon gehen und nachsehen. Es ist ein zerplatzter Ballon mit einem Zettel an der Schnur. Da bin ich. Lisa, komm schnell hoch. Habe ich was verpasst? Ja. Oh, echt? Was denn? Wir haben einen Ballon gefunden mit einem Brief. Das kann ja kein Mensch lesen. Das sind einfach nur aneinandergereihte Buchstaben. Oh, da hat wahrscheinlich ein Kind Buchstabenschreiben geübt. So habe ich als Vorschüler auch geschrieben. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es eine geheime Nachricht. Meinst du? Lass mich mal schauen. Vielleicht ergibt es einen Sinn, wenn man es rückwärts liest. Nein, es gibt gar keinen Sinn. Nicht mal ein richtiges Wort. Jetzt fällt mir was ein. Ich habe mal so ein Detektivset bekommen. Da war eine Verschlüsselungsscheibe drin. Da ging es um Buchstaben. Das muss ich suchen. Kommt mit. Was hast du da alles in der Kiste drin? Das kann ich sicher alles mal brauchen. Die Scheibe müsste auch hier drin sein. Was ist denn das, Lena? Eine Nachtsichtbrille. Funktioniert die wirklich? Nein, nicht so richtig. Aber vielleicht kann man damit etwas auf dem Zettel sehen, was man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Nein, leider nicht. Trotzdem cool, alles erscheint damit so grün. Wozu brauchst du dieses Netz? Ein Netz kann man doch immer brauchen. Naja. Hier habe ich die Scheibe, wusste ich's doch. Das ist der Caesar-Code. Auf der Scheibe stellt man ein, dass zum Beispiel A gleich D ist. Also alles um drei Buchstaben verschoben wird. Und dann kann man blitzschnell alle anderen Buchstaben ablesen. Cool! Aber man könnte doch auch alles um vier oder fünf Buchstaben verschieben. Ja, das kann man. Und woher weißt du, um wie viele Buchstaben alles in unserem Brief verschoben sein soll? Gute Frage. Ausprobieren? Nein, das ergibt keinen Sinn. Vielleicht so? Nein, auch nicht. Oh, woher hast du nur diese Geduld? Herzlichen. Es heißt Herzlichen. Ich habe es rausgefunden. Was? Wow, super. Das hätte ich nicht gedacht, Lena. Jetzt ist es einfach, alles andere zu lesen. Ich bin ja so gespannt. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben was gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, du hast... den Hauptpreis gewonnen. Nein, du hast die Geheimschrift gelöst. Was? Du hast die Geheimschrift gelöst? Das ist ja langweilig. Das steht da aber. Ist zwar nichts Besonderes, aber das heißt doch, dass wir schon richtig gute Detektive geworden sind. Stimmt. Wisst ihr noch, wie wir das erste Mal in die gelbe Villa gegangen sind? Wirklich nett, dass du mir hilfst, das Gemeindeblatt auszutragen. Alleine macht das nicht so Spaß. Mach ich gerne, das lenkt mich ein wenig ab. Niki ist jetzt schon seit 2 Tagen verschwunden. Und ich mache mir schon Sorgen. Ich hoffe, er taucht wieder auf. Vielleicht finden wir ihn ja unterwegs. Ja, wer weiß. War der alten gelben Villa auch eins? Ich glaube nicht. Wohnt da überhaupt jemand? Ich habe da noch nie jemanden gesehen. Ich auch nicht. Und schau mal, der Briefkasten quillt ja schon über. Da kümmert sich scheinbar niemand um die Post. Vielleicht steht das Haus ja leer. Das Haus sieht ja fast schon ein bisschen unheimlich aus. Wir können ja nachher mal meine Oma fragen. Die weiß solche Sachen immer. Hallo Oma. Hallo Frau Overbeck. Hallo ihr zwei. Hier ist das Gemeindeblatt. Ah, danke, Lisa. Wollt ihr nicht reinkommen und ein Eis essen? Anna ist gerade auch da. Oh ja, gerne. Hallo, Anna. Hallo. Oma, weißt du eigentlich, ob in der alten gelben Villa noch jemand wohnt? Da wohnt seit einiger Zeit niemand mehr. Das Haus hat einmal einer Frau Fichtenberg gehört. Sie ist gestorben und ihre Kinder haben sich nach ihrem Tod nicht um das Haus gekümmert. Schade. Manche Leute sagen ja auch, in dem Haus würde es spuken. Ab und zu hört man wohl komische Geräusche. Aha, okay. Danke für das Eis, Oma. Gerne. Wir gehen jetzt weiter. Kommst du auch mit, Anna?
Ja, ich will auch mit euch mit. Tschüss. Tschüss. Ich würde mir die alte Villa ja gerne noch mal etwas genauer anschauen. Es gibt doch keinen Spuk und keine Geister. Das ist doch alles Quatsch. Stimmt, aber wir können doch dort nicht einfach reingehen. Ja, das darf man doch nicht. Kommt, wir können uns mal den Garten anschauen. Na gut, aber reingehen wir nicht. Der ganze Garten ist ja total zugewuchert. Geräusche aus dem Haus höre ich aber nicht. Siehst du, die Leute erzählen doch einen Unsinn. Sollen wir mal bei einem Fenster reinschauen? Okay, komm, wir machen einen Räuberleiter. Siehst du etwas, Lena? Ja, ich sehe etwas. Da stehen noch lauter Möbel drin, als würde da noch jemand wohnen. Aber es ist total verstaubt. Aber es sieht gar nicht schlecht aus. Was war das? Nicht so weg hier. Ach, das war nur der Wind. Das Fenster ist gar nicht zu. Es ist nur angelehnt. Sollen wir mal vorsichtig reinklettern? Braucht ihr nicht. Ihr könnt auch zur Tür rein. Sie ist nicht abgeschlossen. Oh. Kommt, wir schauen jetzt mal nach. Ich will wissen, was in dem Haus los ist. Hallo. Hallo, ist da jemand? In der Küche steht noch alles herum. Sogar noch alte Lebensmittel. Bäh. Oh nein, sitzt da hinten etwa eine Maus? Ja, hinter dem Schrank ist auch noch eine. Ah! Niki! Was machst du denn hier? Hier treibst du dich also herum. Meine Güte, bin ich erschrocken. Ich bin ja so froh, dass du wieder da bist. Bestimmt hat der Wind die Tür an dem Fenster zugeschlagen. Und Niki war hier eingesperrt. Kein Wunder hat sich Niki hier reingeschlichen. Bei den vielen Mäusen. Wahrscheinlich ist das hier ein richtiges Paradies für Katzen. Ja, scheint so. Da hinten schläft auch noch eine Katze auf dem Sofa. Schaut mal, die ganzen alten Sachen. Lauter alte Bücher. Ist euch das schon aufgefallen? Sind das etwa Wurzeln? Lasst uns das mal von oben anschauen. Hier wächst ein Baum, mitten im Zimmer. Wahnsinn! Hier hat es wohl immer zum Fenster reingeregnet. Dann ist hier einfach ein Baum gewachsen. Total cool. Ich hätte auch gern einen Baum in meinem Zimmer. Psst, seid mal leise. Hört ihr das auch? Ja. Ja, es ist direkt hinter dieser Wand. Das Geräusch kommt von nebenan. Vielleicht spukt es doch. Sollen wir nicht besser abhauen? Moment, das hört sich doch an wie eine Kuckucksuhr. Aber nicht nur eine, sondern ganz viele. Wow, Frau Fichtenberg hat scheinbar Kuckucksuhren gesammelt. Dass die immer noch laufen? Die zum Aufziehen sicher nicht mehr. Aber die mit Batterie scheinbar schon. Von wegen Spuk. Ich höre Stimmen. Schnell, versteckt euch. Wo denn? Niki! Das Haus steht schon eine Weile leer. Man müsste es wohl renovieren. Aber ich würde einen sehr guten Preis machen. Ich will aber nicht hier wohnen. Ich habe gehört, es soll hier spuken. Rosabella, mein Schätzchen, das ist doch Unsinn. Rosabella? Wir sollten uns das Haus erst einmal anschauen. Hier spukt es wirklich. Dieses Haus wollen wir nicht. Okay.
Oh nein, schau dir das an, Anna. Unser Baumhaus ist kaputt. Wie schade. Das Holz ist ganz feucht und morsch geworden. Da ist die Wand abgebrochen. Jetzt hat unsere Baumhausbande kein Hauptquartier mehr. Können wir es nicht reparieren, Papa? Diese Bretter können wir nicht mehr verwenden. Das wäre viel zu gefährlich. Wir müssen alle Bretter austauschen. Wir sollten Lisa Bescheid geben. Ich rufe sie mal an. Hallo Lisa, unser Baumhaus ist kaputt. Ja. Stimmt, das wäre eine Idee. Sollen wir uns treffen? Okay, bis gleich. Lisa hat eine gute Idee. Ah, ja. Mama, wir spielen mit Lisa bei uns in der Straße. In Ordnung, viel Spaß. Danke, tschüss. Hallo. Hallo. Da sind wir. Coole Idee von dir, unser Hauptquartier in der verlassenen gelben Villa einzurichten. Das wird klasse. Und als erstes würde ich sagen, leeren wir mal unseren Briefkasten. Alles nur Werbung. Hoffentlich ist die Tür immer noch offen. Ja, alles wie gehabt. Also Möbel haben wir ja schon. Stimmt, das ist schon mal gut. Oh, die sind nur ziemlich staubig. Ich glaube, wir sollten hier erstmal ein wenig sauber machen. Ja, wir sollten einen Staubsauger holen. Wir haben hier doch gar keinen Strom. Oh, stimmt, der Strom ist hier natürlich abgestellt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Dann müssen wir eben mit dem Besen fegen. Hier im Schrank ist einer drin. Puh, das staubt. Ich renne schnell nach Hause und hole ein Staubtuch. Bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Ah, oh, hast du mich erschreckt? Kannst du nicht anklopfen? Tut mir leid. Wir sollten die Tür vielleicht verriegeln, damit nicht jeder reinkommen kann. Und dann bräuchten wir noch ein Kennwort. Ein geheimes Wort, das nur wir kennen. Und das man sagen muss, wenn man rein will. Du hast recht, aber was nehmen wir da für ein Wort? Sesam, öffne dich! Ja, gut, das nehmen wir. Ich habe noch einen Müllsack gefunden. Da kommt alles rein, was wir nicht mehr brauchen. Die alten Nudeln zum Beispiel. Igitt, ja, bloß weg damit. Na, was meint ihr? Sieht ja schon viel besser aus. Auf jeden Fall. Hey, da hat ja tatsächlich gerade jemand etwas in den Briefkasten gelegt. Schon wieder Werbung? Nein, das sah nicht danach aus. Und der Mann sah auch nicht nach einem Austräger aus. Ist er schon wieder weg? Ja. Ich sehe auch niemanden. Dann lasst uns mal nachschauen, was wir für Post bekommen haben. Tatsächlich, da liegt ein Zettel drin. Aber da steht ja gar nichts drauf. Komisch. Und du hast das sicher gesehen, dass das ein Mann hineingelegt hat. Ganz sicher. Irgendwie scheint da schon etwas drauf zu stehen. Aber ich kann es nicht lesen. Geheimtinte. Was? Das kenne ich. Ich habe auch so einen Stift zu Hause. Damit kann man was schreiben und es ist nur sichtbar, wenn man die Schrift in ein blaues Licht hält. Wow, cool. Kommt, das probieren wir aus. Da steht wirklich etwas. Befreien Manni Mütze um 22 Uhr. Das müssen wir sofort Onkel Martin erzählen. Der Briefkasten ist also ein toter Briefkasten. Warum tot? Der funktioniert doch. Das sagt man so zu einem Versteck, an dem man geheime Nachrichten für jemand anderen hinterlässt. Der Empfänger kommt dann irgendwann vorbei und holt die Nachricht ab. Es muss also noch jemand die Nachricht abholen? Ja, wir legen den Zettel wieder in den Briefkasten, damit niemand Verdacht schöpft. Und geben schnell Onkel Martin Bescheid. Schnell! Hoffentlich war der Empfänger in der Zwischenzeit noch nicht da. Hallo Onkel Martin, wir müssen dir etwas erzählen. Wir haben im Briefkasten der gelben Villa eine geheime Nachricht gefunden.
Ein Mann hat sie hineingelegt. Oh, das ist aber interessant. Meine Mütze soll heute um 22 Uhr aus dem Gefängnis befreit werden. Das ist ja allerhand. Ah, das haben die schlau geplant. Heute Abend haben wir doch ein Betriebsfest. All meine Kolleginnen und Kollegen werden dort sein. Ich werde mich um diese Schurken kümmern. Hoffentlich hat uns niemand gesehen. Jetzt beobachten wir den Briefkasten. Da kommt jemand und holt den Zettel. Tatsächlich, ist das spannend. Ich bin immer noch ganz aufgeregt. Kommt, wir räumen hier noch ein wenig auf. Wir könnten uns hier noch ein Geheimversteck einrichten. Ja, das wäre prima. Und meinen Geheimstift lasse ich gleich hier. Wer weiß, vielleicht können wir ihn noch öfter brauchen. Neue Nachricht im Briefkasten. Der Mann war wieder da. Was, schon wieder? Neue Zeit. Heute 19 Uhr. Sie haben es vorverlegt. Vielleicht haben sie doch etwas geahnt. Komisch, hat uns vielleicht jemand gesehen? Schnell Onkel Martin Bescheid geben. Mama, Mama, wir müssen schnell Onkel Martin anrufen. Ja, klar, hier ist das Telefon. Er geht nicht ans Handy. Vielleicht ist er schon zu Hause. Schnell! Schnell! Was ist denn los? Ist Onkel Martin da? Ja, der duscht gerade. Es ist ganz dringend. Kannst du ihn schnell aus der Dusche holen? Martin, kommst du bitte mal? Lena hat eine dringende Nachricht. Hallo, was gibt's? Die Männer wollen Manni schon um 19 Uhr befreien. Was? Das ist in 5 Minuten? Ich mache mich sofort auf den Weg. Dürfen wir mitkommen? Nein, das ist jetzt zu gefährlich. Ich rufe euch nachher an. Das habt ihr ganz schön gut beobachtet. Hoffentlich kommt jetzt nichts mehr dazwischen und Martin kann sich die Männer schnappen. Ja, wann ruft er denn nur an? Ah, das Telefon! Oma? Nein, Oma, wir haben jetzt leider keine Zeit. Wir warten auf einen wichtigen Anruf. Stehen bleiben und Hände nach oben. Ach Mann, ihr seid festgenommen. Jetzt könnt ihr eurem Freund Manni Gesellschaft leisten. Hallo? Ja! Wir konnten die Männer gerade noch rechtzeitig schnappen. Super! Ihr habt wirklich tolle Arbeit geleistet. Vielen Dank. Ja, bitte. Tschüss. Das war cool. Aber hoffentlich haben wir jetzt erstmal Ruhe in unserem neuen Hauptquartier. Bevor es dann richtig losgeht. Schau mal, bei Frau Bader ist die Polizei. Was ist da wohl passiert? Gerade eben habe ich Frau Bader noch in der Schule gesehen. Da war sie ganz gut gelaunt. Herr Overbeck, ich kann mir das einfach nicht erklären. Sie können sicher sein, wir werden der Sache gründlich nachgehen. Sobald wir mehr wissen, informiere ich Sie. Auf Wiedersehen. Gut, bis dann. Ah, hallo Lena und hallo Lisa. Hallo. Was ist bei Frau Bader passiert? Naja, ich darf es euch ja eigentlich nicht erzählen. Nur so viel, bei Frau Bader wurde heute Morgen eingebrochen und wertvoller Schmuck entwendet. Wir wissen nicht, wie der Dieb ins Haus kam. Alle Fenster und Türen sind unbeschädigt. Es gibt keinerlei Einbruchsspuren. Oh, das könnte ein schwieriger Fall für dich werden, oder? Ja, das sieht ganz danach aus. Ich muss jetzt weiter. Tschüss, ihr beiden. Tschüss. Das ist ja komisch. Die arme Frau Bader. Ja. Treffen wir uns heute Mittag in der gelben Villa? Ja, machen wir. Bis dann. Okay, bis später. Wir wollten doch mal noch genau schauen, was in diesem Schrank so alles drin ist. Ja, genau. Hier in der Schachtel ist viel alter Krimskrams. Ah, Moment mal, ein Schlüssel. Wo der wohl passt? Das finden wir am besten durch Ausprobieren heraus. Ah, schon geklärt, der passt an der Haustür. Das ist ja cool. Ja, da können wir unser altes Schloss wieder abmontieren und ab sofort den Schlüssel nehmen. Ja, das ist gut. Aber wer von uns bewahrt den Schlüssel auf? Am besten wäre es, wenn wir 2 Schlüssel hätten. Einen für euch und einen für mich. Schau doch, ob noch ein 2. Schlüssel in der Schachtel ist.
Nein, da ist keiner drin. Man kann einen Schlüssel auch nachmachen lassen. Das kostet gar nicht viel. Bestimmt hätte ich dafür das Geld noch in meinem Sparschwein. Ich habe auch noch Taschengeld übrig. Komm, das machen wir. Hier ist es. Wir möchten gerne diesen Schlüssel nachmachen lassen. Aha, okay. Das kann ich machen. Ich habe vor, noch ein paar Dinge zu tun, aber in 10 Minuten könnt ihr ihn abholen. Gut, bis später. Was machen wir so lange? Wir könnten doch so lange auf den Spielplatz. Gute Idee. Die 10 Minuten sind, glaube ich, schon um. Gut, dann gehen wir die Schlüssel abholen. Hallo, ist unser Schlüssel fertig? Ja, hier, 7 Euro bitte. Hier, 7 Euro. Cool, jetzt können wir immer auf- und zuschließen. Ja, und das alte Schloss kommt weg. Wir müssen jetzt nach Hause zum Abendessen. Ja, ich auch. Sollen wir uns dann auch nochmal hier treffen? Ja, okay, dann können wir noch schauen, was in den anderen Schränken so drin ist. Bis nachher. Tschüss. Stellt euch vor, bei Frau Bader ist am helllichten Tag eingebrochen worden. Ja, und es gab keinerlei Einbruchsspuren. Woher weißt du das denn? Hat mir Onkel Martin erzählt. Lisa und ich haben ihn getroffen. Wirklich komisch. Hoffentlich kann Martin den Täter bald überführen. Ja, ich hoffe, der bricht bei uns nicht ein. Ja, das hoffe ich auch. Wir haben zum Glück überhaupt keine wertvollen Dinge. Wir treffen uns nach dem Essen nochmal mit Lisa. Okay, aber nicht mehr lange. Ihr müsst früh ins Bett. Morgen ist ja Schule. Da seid ihr ja. Und, hast du noch was Interessantes gefunden? Leider nein. Hey, habt ihr das auch gehört? Was? Da ist doch jemand ins Haus gekommen. Ja, ich habe auch gehört, wie jemand aufgeschlossen hat. Ja, da ist jemand. Lass uns schnell ins Geheimzimmer verschwinden. Hier ist ja gar nichts drin. Wir gehen gleich noch ins andere Zimmer. Hier müssten wir sicher sein. Ich sehe niemand. Auch kein Auto. Doch jetzt, da kommen zwei Leute raus. In diesem Haus ist nichts als alter Kram. Kuckucksuhren und Putzzeug, das ist hier ja der totale Reinfall gewesen. Nichts wie weg hier. Ganze Mühe vergebens. Wenn das nicht die Einbrecher waren. Ja, das waren die bestimmt. Meint ihr, wir können wieder raus? Ich höre niemanden mehr. Sie sind weg. Aber die Tür ist nicht aufgebrochen worden. Und ich bin mir sicher, dass sie zur Tür rein sind. Die müssen also einen Schlüssel gehabt haben. Woher? Moment mal. Wir haben doch den Schlüssel nachmachen lassen. Kann man den Schlüssel nur einmal nachmachen oder ganz oft? Genau das ist es. Man kann ihn auch mehrmals nachmachen. Der Schlüsselmacher könnte für sich einen Schlüssel gemacht haben. Dann kann er einfach aufschließen und etwas klauen, ohne dass es auffällt. Aber woher sollte der Mann wissen, welcher Schlüssel zu welchem Haus gehört? Vielleicht ist er uns gefolgt. Das ist total unheimlich. Wir sollten das Kommissar Overbeck erzählen. Ja, kommt, wir gehen sofort zu ihm. Das sind ja wirklich interessante Dinge, die ihr hier erzählt. Diesem Hinweis sollten wir unbedingt nachgehen. Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das so passiert sein könnte. In der Zwischenzeit sind noch mehr Einbrüche gemeldet worden. Und nirgends gab es Einbruchsspuren. Jetzt werde ich als erstes mal Frau Bader anrufen. Guten Abend, Frau Bader. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Ich habe nur eine kurze Frage. Haben Sie zufällig in letzter Zeit einen Schlüssel nachmachen lassen? Ja. Ich habe meinen Hausschlüssel für meinen Verlobten, Karl Brandmeier, nachmachen lassen. Aha. Und wo? Hier in Hausach, beim Schlüsselservice. Vielen Dank, Frau Bader. Wir melden uns wieder. Volltreffer. Wir sollten diesen Verbrechern eine Falle stellen. Sarah, am besten du bringst morgen einen Hausschlüssel zum Nachmachen hin. Okay, das mache ich.
diesen uralten hier. Der passt bei uns gar nirgends. Wir haben ja längst ein anderes Schloss. Aber du tust so, als wäre das unser Hausschlüssel. Und dann beobachten wir, was passiert. Alles klar, da kommt jemand raus und läuft ihr nach. Abgeschlossen. Ah, Herr Kommissar Overbeck, gut, dass ich Sie treffe. Frau Stein, ich habe jetzt leider keine Zeit. Ich bin eigentlich im Einsatz. Bei uns in der Straße, wissen Sie, da rasen seit einiger Zeit nachts irgendwelche Leute mit ihren Motorrädern herum. Ich muss jetzt los, Frau Stein, Entschuldigung. Aber die müssen Sie doch mal kontrollieren. Das mache ich, aber nicht jetzt. Jetzt muss sie mit den Kindern das Haus verlassen. Kommt, Kinder, wir müssen jetzt los. Wir müssen noch so viel erledigen. Ach, bis wir wieder zu Hause sind, ist es bestimmt Abend. Die Einbrecher müssten jetzt kommen. Ich sehe nichts. Doch, ich sehe die langen blonden Haare. Sie wollen rein, aber der Schlüssel passt nicht. Mist, der Schlüssel passt nicht. Mensch, wo bleibt denn jetzt Martin? Der müsste doch jetzt da sein. Lass uns wieder abhauen, hier stimmt was nicht. Guten Tag, die Damen. Sie sind jetzt verhaftet. Hilfe! Oh nein! Und zwar wegen versuchten Einbruchs. Alles Weitere klären wir auf dem Revier. Ja, hurra! Onkel Martin hat die Diebe geschnappt. Ah, die sind ja verkleidet. Die Verkleidung können sie jetzt ablegen. Aha, und sie auch. Ja, was? Meine Mütze, nette Verkleidung. Ich hätte dich fast nicht erkannt. Vielen Dank, Kinder, dass ihr uns auf die Spur der Einbrecher gebracht habt. Das war eine klasse Leistung. Wir konnten nun die ganze Einbruchsserie aufklären. Die gestohlenen Gegenstände konnten wir alle sicherstellen. Frau Bader hat mittlerweile ihr Schmuck zurückerhalten. Wir sind froh, dass wir helfen konnten. Ich mache auf. Hallo Lisa, komm rein. Hallo Frau Hauser. Hallo Lisa. Hallo. Ich hole Lena. Ja, ich habe eine ganz tolle Nachricht für euch alle. Für uns alle? Da bin ich aber gespannt. Lena, Anna, Lisa ist da und möchte uns allen etwas sagen. Oh, das klingt aber spannend. Hallo Lisa. Hallo, ich muss euch etwas erzählen. Meine Mama bekommt ein Baby. Ich bekomme endlich ein Geschwisterchen. Das habe ich mir ja schon so lange gewünscht. Das ist ja toll. Oh Lisa, das freut mich. Wunderbar, das sind ja tolle Neuigkeiten. Ja, das stimmt. Ich weiß noch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Aber egal, Hauptsache ein Geschwisterchen. Ja, du wirst sicher eine tolle große Schwester. Da du jetzt schon älter bist, kannst du deinen Eltern dann auch schon richtig helfen. Hast du noch Zeit? Sollen wir noch zusammen spielen? Ja, wollen wir draußen spielen? Okay, Papa, wir sind draußen. Alles klar, ist gut. Schaut mal, da sind Sarah und Mia. Hallo, Mädels. Hallo. Lolo. Hallo, Mia. Machst du jetzt einen Mittagsschlaf? Na. Ja, ich hatte gehofft, dass Mia hier draußen ein bisschen im Kinderwagen schläft. Dann könnte ich in der Zeit etwas putzen und staubsaugen. Aber sie will irgendwie nicht einschlafen. Wir könnten Mia auch ein bisschen herumschieben. Dann kannst du saugen. Das wäre super. Aber ich weiß nicht, ob sie wirklich einschläft. Wenn sie nicht schläft, dann spielen wir einfach mit ihr. Ja, prima. Also Mia, dann schauen jetzt Anna, Lena und Lisa nach dir. Lena, Anna. Aber bleibt in der Nähe, okay? Machen wir. Mia, willst du nicht schlafen? Ne. Lisa, willst du mal den Kinderwagen schieben? Du kannst ja schon mal ein bisschen üben für dein Geschwisterchen. Klar, gerne. Ich hoffe, mein Geschwisterchen wird auch so süß wie Mia. Ich glaube, Mia will lieber etwas mit uns spielen.
Wir könnten mir ja doch mal die Kuckucksuhren in der gelben Villa zeigen. Ja, die gefallen ihr bestimmt. Wenn wir Mia an den Händen halten, kann sie inzwischen auch schon recht gut laufen. Toll, Mia, gut machst du das. Schau, Mia, hier geht es rein. Das ist aber geheim, das darfst du niemandem sagen. Hier gibt es viel zu entdecken, aber wir passen auf dich auf, Mia. Hey, wer kommt denn da? Das ist ja Flecki. Warte. Wie kommt denn Flecki nun schon wieder hier rein? Hier war das Fenster auf. Vielleicht haben wir vergessen, das Fenster zu schließen. Mia mag Katzen. Okay, aber jetzt gehen wir mal nach oben, Mia. Denn da gibt's Kuckucksuhren, da wirst du staunen. Wir müssen eine mal so stellen, dass gleich der Kuckuck rauskommt. Jetzt! Ich wusste, dass dir das gefällt. Da, da! Ja, da ist ein Bücherregal. Da stehen auch viele Sachen drin. Das haben wir uns noch gar nie genau angeschaut. Vielleicht sind ja interessante Bücher dabei. Ja. Da! Mia! Oh nein, Mia! Sie ist einfach verschwunden. Mia hat eine Geheimtür entdeckt. Wir müssen schnell hinterher. Was wird Sarah denn von uns denken? Ich glaube, ich werde verrückt. Seid mal leise, vielleicht kann man sie hören. Oh, da, da! Ich höre sie. Wir müssen sie schnell wieder zurückholen. Was hat sie denn gemacht, dass sich die Tür gedreht hat? Irgendetwas gedrückt? Irgendwo muss doch ein Schalter sein. Mia, du musst noch mal da drauf drücken, wo du vorher gedrückt hast. Damit die Tür aufgeht. Da, da. Aha. Mia, hörst du mich? Wo hast du drauf gedrückt? Kann man irgendwie von außen durch ein Fenster rein? Mia! Mensch, zum Glück bist du wieder da. Bin ich froh, dass dir nichts passiert ist. Mia, die Superdetektivin, kommt jedem Geheimnis auf die Spur. Da, da. Aha, hier muss man draufdrücken. Cool, danke Mia. Das war eine sensationelle Entdeckung. Was meint ihr, was versteckt sich hinter dieser Tür? Keine Ahnung. Vielleicht ein Schatz. Wir müssen nachsehen. Mia ist ja auch nichts passiert. Ja, ich bin so aufgeregt. Also dann mal los. Wow, ein Geheimzimmer. Cool, ein Teleskop. Ein Mikroskop und eine Lupe. Notizen mit Fingerabdrücken. Weißt du was? Ich glaube, Frau Fichtenberg war eine Detektivin. Schau doch mal die ganzen Notizen. Hier ist eine kleine Truhe. Vielleicht doch noch ein Schatz. Soll ich sie aufmachen? Ja, mach sie auf. Edelsteine, wow, sind die schön. Wir müssen aber alles hier lassen. Es gehört uns nicht. Das ist schon klar. Aber wir könnten das Geheimzimmer doch als super Geheimversteck nutzen. Und wer weiß, die Sachen hier könnten wir vielleicht gut gebrauchen. Ja, genau. Wir sollten uns die Karten und die Notizen nochmal genauer ansehen. Oh je, ist es schon so spät? Ich muss nach Hause. Wir müssen Mia auch nach Hause bringen. Sarah macht sich sonst bestimmt Sorgen. Ja, wir müssen los. Und außerdem sollte die Mia vielleicht noch ein Schläfchen machen. Ja, Mia, denn auch kleine Schwirrnasen brauchen einmal eine Pause. Ach, zurzeit ist ja wirklich nicht mehr viel los in Hausach. Aktuell habe ich gar keinen Fall. Ich schaue mir jetzt nochmal die alten, ungelösten Fälle an. Ah ja, hier, der große Kunstraub. Die ganzen Gemälde sind ja nie wieder irgendwo aufgetaucht. Das hier ist ein Bild der Überwachungskamera. Wir konnten den Dieb aber nie ausfindig machen. Aber jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee. Hallo Martin,
Wir sind nachher noch bei den Hausers zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Ah, ich habe ja gleich Feierabend. Sag mal, trinkst du gerade schon Kaffee? Ja, aber mach doch nichts. Ich trinke nachher auch noch mal einen. Meine Schwester hat ja sowieso nur diese kleinen Tassen. Schaut mal, ich habe mir eine neue Zeitschrift gekauft. Cool, zeig mal. Da ist noch etwas dabei. Was denn? Detektivzubehör. Das nennt sich Dietrich. Damit kann man Türschlösser aufmachen. Wow, cool. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Was war das? Das kam aus dem Garten. Wir sollten mal nachschauen. Wir schauen erst mal aus dem Fenster, ob wir jemanden sehen. Ich sehe niemand. Dann gehen wir mal raus. Was ist denn das? Warum ist hier plötzlich ein Loch? Hat das gerade jemand gegraben? Nein, das kann nicht sein. So schnell gräbt niemand so ein großes Loch. Außer mit einem Bagger. Aber das hätten wir doch gemerkt, wenn hier ein Bagger hergefahren wäre. Genau, wartet mal. Ich prüfe jetzt mit diesem Stock, ob die Erde nachgibt. Da ist irgendwie nichts. Wie nichts? Ich meine, der Stock geht ins Leere, als wäre da eine Höhle. Eine Höhle? Das wäre ja toll, wenn wir hier eine Höhle entdeckt hätten. Aber meint ihr, dass das Haus auf einer Höhle steht? Das kann eigentlich nicht sein. Das Haus hat doch einen Keller. Ja, vielleicht ist es ja auch nur der Keller. Wir waren ja doch gar nie im Keller der gelben Villa. Wir sollten mal nachsehen. So, endlich Feierabend. Ja dann, bis morgen, Martin. Ah, ist das da drüben nicht Manni Mütze? Was hat denn der da in der Hand? Packt man so nicht auch Bilder ein? Vielleicht ist er ja zwischenzeitlich an die geraubten Gemälde gekommen. Und nun versucht er sie zu verkaufen. Ah, da bleibe ich mal dran. Also, dann gehen wir jetzt in den Keller. Ich will nicht mit. Ich bleib lieber hier oben und passe auf. Okay, ist in Ordnung. Was hier alles herumsteht. Ja, wir müssen uns jetzt allerdings die Kellerdecke ansehen. Hier ist alles ganz, kein Loch. Das Loch müsste ja auch in dieser Richtung sein, oder? Ja, da ist ja wohl auch noch ein weiterer Raum. Mist. Was ist, Lena? Alles okay, Anna, die Tür ist abgeschlossen. Aha, mach sie doch mit deinem neuen Dietrich auf. Ja, perfekt, das probiere ich aus. Funktioniert nicht. So was Doofes. Für was habe ich mir das Heft denn eigentlich nur gekauft? Vielleicht hat Frau Fichtenberg den Schlüssel hier irgendwo versteckt. Macht man doch oft so. Ja, wer weiß. Aha, da habe ich ja schon einen gefunden. Unter dem Blumentopf. Cool, du bist echt gut, Lisa. Und der passt sogar. Hier sind ja noch mehr alte Sachen. Hey, schau mal, da liegt ein Armreif auf dem Boden. Meinst du, der ist aus echtem Gold? Könnte sein. Wir könnten meine Eltern fragen, ob der wohl wertvoll ist. Okay, das können wir machen. Und tatsächlich, da oben ist die Decke eingebrochen. Wir sollten lieber wieder gehen. Der Keller ist einsturzgefährdet. Es ist viel zu gefährlich hier. Jetzt schaue ich mal durch das Fenster. Ah, jetzt packt er es aus. Nur ein Fernseher. Ah, hätte ja sein können. Na gut, dann gehe ich jetzt zu den Hausers einen Kaffee trinken. Hallo. 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 Wir haben diesen Armreif gefunden. Meint ihr, der ist wertvoll? Da müsstet ihr mal schauen, ob in dem Armreif eine Karatzahl eingraviert ist. Damit gibt man nämlich den Goldgehalt an. Zeig mal. Der Armreif ist nicht besonders wertvoll. Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Den habe ich doch schon irgendwo gesehen. Na klar, auf einem Fahndungsfoto. Das war der Fall, den wir nie lösen konnten. Wo habt ihr denn den Armreif gefunden? Den haben wir im Keller der gelben Villa gefunden. Komm mit, wir können es dir zeigen. Schau, hier hat er gelegen. Aha, interessant. Aber viel interessanter sind ja hier diese Bilder an der Wand.
Die Bilder? Ja, diese Bilder, die sind ein Vermögen wert. Vor vielen Jahren sind sie aus einer Galerie spurlos verschwunden. Wenn der Armreif Frau Fichtenberg gehört hat, dann war sie vielleicht die Diebin. Fragen können wir sie leider nicht mehr. Sie ist ja schon gestorben. Oh, dann war sie vielleicht gar keine Detektivin, sondern eine Verbrecherin. Wer weiß, vielleicht ist in diesem Haus ja noch mehr versteckt. Wollt ihr wirklich bei diesem schönen Wetter in der gelben Villa herumhängen und diese Kisten durchsuchen? Ja, warum denn nicht? Vielleicht finden wir etwas Interessantes. Ich würde viel lieber draußen Ball spielen. Oh, schau mal! Was ist das? Ein Geheimversteck? Das ist nur eine Zeichnung. Das könnte eine Schatzkarte sein. Schaut doch nur, da ist ein Kreuz eingezeichnet. Ist das spannend. Wo ist denn der Schatz? Ich verstehe die Karte nicht. Zwei Linien, zwei Kreise und drei Rechtecke. Was sagt uns das? Keine Ahnung. Ach, wartet mal, wir hatten doch schon mal das Thema Pläne in der Schule. Da waren Häuser immer so Rechtecke, Bäume, Kreise. Stimmt, die Rechtecke könnten tatsächlich Häuser darstellen. Sind vor diesem Haus zwei Bäume? Ja, zwei Tannen, das passt doch. Schnell, wir müssen die Schaufeln holen und im Garten graben. Ja, los! Das Kreuz ist etwa gegenüber von der großen Tanne. Ich fange hier an zu graben. Puh, ist das anstrengend. Jetzt wartet doch mal, was bedeuten denn die zwei Linien? Das ist vielleicht die Straße. Ach, dann ist der Schatz ja dann auf der anderen Seite der Straße. Genau, aber da sind keine Häuser eingezeichnet. Vielleicht ist das ein Plan einer ganz anderen Straße. Oh nein, wie schade. Und ich habe mich schon so gefreut. Ich dachte, wir könnten endlich mal einen Schatz finden. Lena, die Karte ist doch bestimmt schon ziemlich alt. Ja, wahrscheinlich schon. Damals standen die Häuser von Overbecks und euch doch noch gar nicht. Du hast recht, natürlich. Dann können wir ja doch hier suchen. Nein, nicht hier, Anna, auf der anderen Straßenseite. Bei uns im Garten. Bei uns? Los geht's. Mama ist einkaufen und Papa ist im Büro. Wir können also ungestört graben. Hier müsste es sein, gegenüber der Tanne. Okay, meinst du, es ist tief unten? Naja, wer weiß. Hey, was macht ihr denn hier? Oh, oh, Papa. Ihr könnt doch nicht einfach wild im Garten herumgraben. Wir müssen es ihm erklären. Papa, wir haben in der gelben Villa eine Schatzkarte gefunden. Wie? Zeigt mir das mal. Aha, interessant. Aha. Das ist die gelbe Villa, das sind die Nachbarhäuser und die Straße. Da sind die zwei Tannen und unser Haus ist nur nicht drauf, weil es noch nicht gebaut wurde. Ja, das könnte tatsächlich sein. Ja, dann müssen wir natürlich suchen. Aber wir müssen koordiniert vorgehen, damit wir nicht den ganzen Garten umgraben. Am besten wäre es wohl, wenn wir einen Metalldetektor hätten. Schätze werden nämlich sehr oft in Metallbehältern vergraben, weil dann der Inhalt darin sehr gut geschützt ist. Hat nicht Opa schon mal einen gehabt? Ich weiß nicht. Ich gehe ihn schnell fragen. Ich hoffe, wir finden etwas. Das wäre ja so cool. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Opa hatte einen. Schaut mal hier. Das geht so. Wenn man den Detektor über etwas Metallisches hält, wie zum Beispiel die Schaufel, dann piepst es. Warum piepst es jetzt denn nicht? Die Schaufel ist doch aus Metall. Ist das Gerät vielleicht kaputt? Ah, vielleicht sind auch nur einfach die Batterien leer. Ich mach mal schnell neue rein. Ich bin gleich wieder da. Wenn der Metalldetektor nicht funktioniert, dann müssen wir eben doch den ganzen Garten umgraben. Ja, wir suchen auf jeden Fall. Nächster Versuch. Ah, jetzt klappt es. Juhu! Papa, darf ich suchen? Jeder darf mal. Wechselt euch einfach ab. Hier piepst es, da ist was. Hier, deine Schaufel, Lena. Das ist ja schon spannend. Was kommt da wohl zum Vorschein? Ich hab was. Ein Schraubenzieher. Oh nein, wie langweilig. Oh, den habe ich wohl mal im Garten verloren. Suchen wir weiter.
Darf ich jetzt mal? Ja, hier. Es muss ja irgendwo hier sein. Da im Beet, da ist was. Schnell, schauen wir nach. Eine leere Dose. Oh. Die hat sicher mal jemand über die Hecke geworfen, so eine Frechheit. Hier muss auch etwas sein. Da ist nichts, Lisa. Aber es hat doch gepiepst. Lass mich mal graben, ich habe mehr Kraft. Komisch, da muss doch was sein. Warte mal, Papa, da ist doch was. 1 Euro. Juhu, wir haben 1 Euro gefunden. Wem gehört der jetzt? Den könnt ihr behalten und am besten teilen. Geht zwar nicht ganz genau auf, aber 33 Cent bekommt dann jede von euch. Wow, was kann ich mir denn für 33 Cent kaufen? Leider nicht sehr viel. Vielleicht ein paar Kaugummis. Oh, gut. Oh je, ob wir jemals einen richtigen Schatz finden? Zeigt mir doch nochmal den Plan. Ich denke, es müsste hier sein. Vielleicht ist es ja gar nichts Metallisches. Ja, stimmt. Vielleicht ist es gar kein Geld. Ich bin auf eine Kiste gestoßen. Juhu, noch ein Schatz. Schnell, hol sie raus. Wow. Jetzt bin ich aber wirklich sprachlos. Diamanten. Dürfen wir die behalten? Die sind so schön. Diamanten? Nein, das geht nicht. Das müssen wir der Polizei melden. Wir sagen es gleich mal Onkel Martin. Diese dürft ihr gerne behalten. Das sind nämlich keine echten Diamanten. Das sind nur geschliffene Kunststoffsteine. Juhu, danke! Wahrscheinlich hat derjenige, der sie versteckt hat, auch gedacht, sie seien echt. Ich finde, das ist ein richtig cooler Schatz. Hallo, ich bin wieder da. Hallo, Mama! Du meine Güte, wie sieht denn unser Garten aus? Seid ihr verrückt geworden? Wir haben einen Schatz gefunden, Mama. Schau, dieser Stein ist für dich. Wow, Wahnsinn. Und das habt ihr bei uns im Garten gefunden? Wir müssen schauen, vielleicht ist noch viel mehr vergraben. Oh nein, Nicole, ich glaube, wir haben schon ziemlich alles umgegraben. Wir hoffen, euch hat unsere Geschichte gefallen. Abonniert gerne unseren Kanal, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Geschichte wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.